Servus und willkommen zu Forza im 1 gegen 1. Wir sind im Ranked unterwegs, sind aktuell Rang 77 und mal gucken, wie das hier weitergeht. Wir haben das gute Gürteltier ausgepackt. Auf der anderen Seite haben wir direkt hier die Tech, die Verjüngung oben. Hier wird abgerissen, das heißt, der Gegner weiß zumindest mal im Ansatz, was er tut. Da ist eine Windturbine. So wie das aussieht, gehe ich davon aus, dass es in Pinchfist ist. Das würde erklären, warum das so gebaut wird. Nevermind. Ich nehme alles zurück. Durch die einfach gezogenen Zweierboxen bin ich jetzt komplett entspannt, weil das wird keiner machen, der irgendwo in der Top 50 verordnet ist, weil das da ist einfach nur piss bad. Also ich muss es ehrlich sagen, wie es ist, aber es ist einfach piss bad. Baut zumindest mal ein paar Dreierstreben. Ich weiß, ich bin auch jetzt nicht der Mega-Pro, aber Leute, es ist jetzt nicht so schwer, ein paar Dreierstreben da rein zu prügeln. Das zeig ich und meine APM ist negativ. So, das heißt, wir machen hier kurz einen Prozess, gehen hier für AP-Minigunner und dann lachsen wir den guten Kollegen da drüben einfach weg. Komplett schmerzlos. Für uns, für ihn, ja, wahrscheinlich ärgerlich, aber man kann nicht immer auf die anderen Leute Rücksicht nehmen. So, das war ein Zitat von Klaus, 45, LKW-Fahrer in der Fußgängerzone. So, ja, das, Moment, einmal kurz antesten. Da ist nichts drin. So. Das wird gebaut. Dann können wir hier gleich... Ja, ich komme schon mit das. Falls da Holz kommt, kann ich es einfach wegbüßen. Das macht es 100-mal einfacher. Und für euch, wenn ihr mich supporten wollt, weil ihr sagt, ja, liebes Opa Gürteltier, schön, dass du wieder da bist, dann guckt doch mal in die Beschreibung vom Video rein. Da ist der Link für die Kanalmitgliedschaft. Das wäre 1 Euro im Monat, würde mich aber trotzdem sehr unterstützen, weil es ist ein Kleinvieh, der Mist macht. Das tut keinem weh und wie gesagt, ich erfahre Support, das wäre super. Ansonsten wäre es auch Premium, wenn ihr einfach mal das Video mit Freunden teilen würdet, liken, kommentieren, hilft auch immer und ich bin für jede Interaktion sehr dankbar, weil ich muss ehrlich sagen, ich liebe es, Kommentare zu lesen. Ich liebe es, Kommentare zu lesen. Von daher, jetzt hier ein bisschen Metall ein. Wir müssen hier noch nochmal ein Erzlager reinprügeln. Und als Obergürteltier ist halt Metall nicht teuer. Das heißt, ja, war jetzt komplett wasted, aber ist das halt so, mein Gott. Holen wir uns noch zwei Büßes, falls da ein bisschen was an Defense von dran kommt. Ja, gut, aber da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Das heißt, wir warten mit denen einfach, bis die Büßes ready sind. Und dann ist Schicht im Schacht. Eine Tür. Zwei Tür. Drei Tür. Vier Tür. Komm, und Stahl. Und Stahl. Und Stahl. Danke. Das heißt, egal was er da hingebrezelt hat, es ist mir Wumpe. Ja, wir können es einfach wegbüßen. Ja, einmal das da weg. Und jetzt hier mit Minigunner rein. Oh, hat er aufgegeben, aber okay. War easy going? Da war was drin, oder? Ja, da war eine Cannon im Aufbau, aber ja, danke. Geschenkt. Auf zur nächsten Runde. So, wir sind jetzt hier auf der wunderbaren Map Crevis angekommen. Oder wie sie im Deutschen heißt, Spalte. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde den Namen Spalte sehr sympathisch. Ein böser Schelm, wer dabei an Versautes denkt. Ich habe nur gesagt, dass ich Spalten mag. So, gucken wir doch mal. Und ihr merkt's, heute ist ein guter Tag. Heute ist ein guter Tag. Ich habe gute Laune. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe die Nacht mich eigentlich relativ oft unfreiwillig übergeben, aber hey. Jeder hat Hobbys. Meins ist komisch. Ja. Und wir sind hier Scatterschrott. Warum Scatterschrott? Ganz einfach. Wir können hier ja ganz entspannt ein paar 20s rausprügeln. Ich weiß, es ist mehr so ein Poolboy-Ding. Wir verkaufen hier auch alles einfach Metall. Ist mir scheißegal gerade. Hier noch ein bisschen Energie rein.
Der Gegner hier, zwei Windturbinen, geht hier für eine dritte, okay, hat ein minimalistisches Setup. Wir holen hier auf jeden Fall die Mine noch mit. Dritte Windturbine ist da hinten im Aufbau. Müssen hier so ein bisschen protecten, falls da eine Büß kommt. Ist zumindest mal immer eine Option, dass so ein Scheißding angeflogen kommt. Können jetzt nicht straight up in die T2 gehen. Aber wir haben da oben zumindest mal die eine Mine mehr erschlossen als der Gegner. Das heißt, wir dürften ein bisschen Economy-Vorteil genießen, weil bei ihm nur drei Minen, zwei Windturbinen. Wir sehen zumindest mal, dass da die Werkstatt ist. Die verkaufen wir bei uns. Wir brauchen die Ressourcen gleich für die 20s. Ich glaube, es wäre smarter gewesen, hätte ich noch einen Mörser mir geholt. Hierfür mache ich auch. Hol mir deinen Mörser, zünd die Mitte an. So, dann wird jetzt gleich noch gespart. Dann haben wir hier, unsere Boxen, wo die 20s gleich reinkommen und ruhen können. Und dann ist gut. Das machen wir alles so. Dann kommt hier unten der eine Mörser rein, den wir brauchen, um die ganze Kacke in der Mitte anzuzünden. Da drüben haben wir jetzt auch die Mine oben erschlossen. Okay. Ich hätte gerne noch das da. Damit gespart jetzt. Damit jetzt gespart, weil ich würde ganz gern zügig die 20s ins Feld kriegen. Wir sind momentan jetzt nicht, ja, behind oder sowas. Aber ich kann das drüben halt nicht einschätzen. Der Gegner eben, weil wie gesagt, war piss bad, ist jetzt nicht irgendwie Arroganz, aber Leute, der war echt nicht gut. Komm, wir behalten das. Wir behalten das, dann will ich hier tief bauen. Lass mich mal hier tief bauen. Und dann kann ich immer noch für eine Büß gehen. Weil ich glaube, eine Büß würde ihm hier auf jeden Fall wehtun. Gerade so eine Tiefe, aber ja, da ist ready. Das heißt, wir holen die erste 20. Okay, da unten kommt bei ihm was rein. Ja. Jetzt brauche ich hier noch eine Büß. Das wäre ganz nice. Hier. Ah, schade. Ein Ticken zu weit. Weil wenn oben das Holz brennt, kann ich dann den Mörser wieder verkaufen. Und ja, dann geht das da oben nach und nach seinen Gang. Jetzt kommt der Gunner. Ich weiß nicht, warum er Gunner baut, aber es hat niemand vor, Mörser zu spielen. Und das hat Opa Gürtelt hier. So. Dann bauen wir das so. Ich weiß, das ist ungewohnt, dass ich mich mal halbwegs vernünftig aufbaue. Aber wir probieren es einfach mal. Okay, das ist scheiße. Da müssen wir mit leben, dass es scheiße ist. Ah, das ist auch kacke. So. Einmal, zweimal. Dann kommt hier noch eine rein. Die Büß. Komm, mach mal sing, sing, sing. Da war gar nichts drin. Oh, da war doch was drin. Oh, da war was drin. Okay, die 20 ist ready. Nehme ich an, dass sie da ist. Das ist gut. Stimmt, das Halloween-Thema ist schon wieder vorbei. Okay. Das heißt, hier dann nochmal bei. Gut, das will er nicht machen. Dann machen wir es halt so. Ist mir auch Wumpe. Und ratatatatatatata. Oh. Oh, was? Okay. Machen wir hier auch nochmal frei. Dann einmal, zweimal. Müssen hier dann auch noch ein bisschen was vorziehen, weil die 20 ist hier relativ, ja, unbeschützt. Ja. Einmal, zweimal. Eins, zwei. Komm. Metall, Metall, Metall. So, eine Haubitze vom Gegner wäre halt jetzt zu 100% fatal und tödlich. Aber ich bin einfach guter Dinge und sage, hat er nicht. Okay, er hat ganz, ganz viele Gunner und Sandsäcke, aber das ist für mich in Ordnung. Die 20s, die werden da gut reinrasieren. Oh, schön. Schön, schön, schön. Hier ein bisschen höher. Okay, da ist Metall, das haben wir gekriegt, okay. Dann gehen wir jetzt hier für Swarms. Die sieht er auch nicht, das finde ich gut. Können dann hier noch einen Sniper mit reinprügeln. Da kommt noch eine Windturbine rein.
Oh, Forts kann doch so schön sein. So. Und hier die nächste 20. Wir gehen mal oben Richtung Minen. Weil da... Oh, jetzt habe ich die aktive. Jetzt muss ich kurz warten. Jetzt muss ich kurz warten. Weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass da was Böses im Busch ist. So. Wir holen uns mal noch Gunner. 3 Stück. Ah, okay. Dann machen wir es halt so. Ja. Mit einer Haubitze wirst du da nicht weit kommen. Oh, Moment. Ah, du bist Adlerauge, mein Freund. Ja, nein. Oh, warte mal. Aktive ziehen und mit Gewalt rein. Komm, mit Gewalt. Nein. Schade. So, aber die Haubitze war irgendwo in Obvious Call. Von daher tut mir das jetzt nicht so leid, dass das für ihn nicht geklappt hat. So. Ja, ja. Wir hacken da oben weiter munter rein. Schön. Oh, die Tür ist raus. Das heißt, wir können oben weiter rein. Ja, komm, 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 komm. Gib mir die Haubitze. Ja, GG. GG. Nice. 2 schöne Runden. Ganz, ganz easy durchgespielt. Wie sieht's aus? Da unten was drin? War eine Cannon eigentlich gewesen? Haben wir eine Cannon weggebüßt? Das wäre geil. Da war das Konstrukt. Ah, war nur Gunner. Schade. Die war schon im Aufbau. Ach so. Okay, aber entspannt. Easy going. Und wie sieht's aus? 10 Spiele, 10 Siege, Rang 52. Ich würde sagen, war doch clean. Mal gucken, wann wir den ersten Loose einfahren. Wetten werden angenommen. Haut's in die Kommentare. Und ich würde sagen, in dem Sinne, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.